So, Freunde der Sonne, erstmal, ich habe mich wieder beruhigt. Der Fallrückzieher im letzten Spiel hat mir den Rest gegeben. Also, wenn ihr das noch nicht gesehen habt, guckt euch bitte das Pokalspiel gegen die Fortuna Düsseldorf an. Weiß ich nicht. Wahnsinn. Wahnsinn. Sieg nach Rückstand, ne? Wird das hier tatsächlich. Ja, tatsächlich auch als Fallrückzieher hier im Spiel gewertet. Luca Waldschmidt erzählt, welcher mit einem spektakulären Rückzieher aus kurzer Distanz profitierte. Unglaublich, Leute. Erste Pokalrunde, SV Ignaz gewinnt! Sascha inspiriert SV Ignaz. Wow. Ja, geil. Geiler Auftakt auf jeden Fall, was den Pokal angeht. Unglaublich, unglaublich. Ich gehe jetzt mal ein bisschen auf ausgeglichenes Training wieder. Junge, 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 Junge. Schön. Kann man mal so machen. Nach Verlängerung gewonnen. Spiel gedreht auch noch. Zwischendurch. Gab es sonst noch Überraschungen hier? Jena gewinnt im Elfmeterschießen. Jena gewinnt im Elfmeterschießen gegen Karlsruhe. Vielleicht eine kleine Überraschung. Hannover gewinnt. SV Ignaz gewinnt. Auch eine Überraschung. SV Ignaz gewinnt eigentlich, wenn man es genau nimmt. Wolfsburg gewinnt. Bochum gewinnt. Ich denke, das war der erste Pokalspieltag. Der nächste folgt. Guck mal, Werder Bremen gegen Aalen. Bin ich natürlich auch gespannt, was meine Bremer machen. Und wir müssen als nächstes gegen Stuttgart 2. Platz 20. Und zu Hause. Und in der Form, die müssten wir eigentlich in der Luft zerpflücken. In der Luft zerpflücken müssen wir die. Machen wir auch einfach. Habe ich mir gerade überlegt. Was man sagen muss, bisher kein Verletzungspech oder so. Das ist auch schön. Auch nicht selbstverständlich. Bayern muss in den Elfmeter-Krimi? King St. Pauli, eieieiei. Tatsache, Mainz auch, Elfmeter-Krimi. Freiburg gewinnt 8-0, jo. Nürnberg weiter. Osnabrück weiter gegen Stuttgart. Werder Bremen weiter. Leverkusen weiter. Jetzt spielt noch Dortmund als Erstligaverein. Dortmund gewinnt. Leipzig gewinnt. Braunschweig gewinnt, Union gewinnt. Oh. Auch so eine zweite Runde ist gleich. Bin ich mal gespannt, gegen wen wir müssen. Ich habe doch gerade noch gesagt, wir haben Glück mit Verletzungen. Und dann guck dir das an. 6 Wochen. Scheiße. Das ist ein Rückschlag. Das ist ein Riesenrückschlag. Unangenehm. Und dabei in der Formation lief's richtig gut. Ich glaube, ich lasse den Behrens da vorne rein, ne? Der hat auch ein gutes Spiel gemacht. Ich glaube nicht, dass ich jetzt die Taktik wechsle auf einen Stürmer. Dafür lief's zu gut mit der Taktik, muss ich ehrlich sagen. Dafür lief es zu gut. Deswegen mal mit dem Behrens versuchen wir das mal. Aber dann glaube ich eher in Spielmacherposition, die Auslo. Ey, also gegen Dortmund? SV Ignaz gegen Dortmund im Pokal. Könnt ihr euch schon mal drauf freuen, Leute? Das wird geil. Könnt ihr euch schon mal drauf freuen? Das ist, ja, das ist unglücklich. Gegentore, häufigste Vorlage, Freistoß. Häufigste Vorlage hat Flanke, ja, das ist wohl so. Eieieiei. Ja, den Behrens. Eher als Zielspieler, glaube ich, und den die als Knipser, so machen wir das. Haben die immer hier anfällige 4-4-2, immerhin 2 Gegentore, nur 1 geschossen.
Ja, gehen wir mal einfach ins Spiel. Ach so, ja. Autoaufstellung nochmal gedrückt da, aber so kann es gehen. So. Aufi. Hoffentlich nicht so ein aufregendes Spiel wieder. Obwohl, war ja geil, ne? War ja echt geil. Ein Ratschläge. Ja, mach du mal die Teambesprechung. Gut. So, lassen wir mal spielen. Auf geht's. Die müssten eigentlich auch in der Luft zerpflückt werden. Was macht der denn da schon wieder? So, da haben wir doch unsere erste Aktion. Hilsner, der kann mal zurückspielen auf den Riese. Ne, macht er nicht. Auf Fitzner. Was macht der? Der schießt einfach mal. Das kann er ja gut. Ich habe den Ball gar nicht mehr gesehen gerade. Ritter verletzt von Stuttgart 2. So, ansonsten nicht viel zu sehen. Hilsner jetzt. Alter, das ist ja wohl rot. Ja, und tschüss. Hat der denn genommen? Also wirklich. Da muss er auch ein bisschen. Da reg ich mich auch ein bisschen auf hier, ne? Meinen Spieler gefährden. So geht's nicht. Also das Spiel, wenn wir das nicht gewinnen, ist schon was verkehrt. Da müssten wir jetzt eigentlich hier ein bisschen. Weiß nicht. Was sagen denn die hohen Bälle? Die langen meine ich. So. So, Standardsituation, Tiffert. Dann T. Hilsner, so T. Freischussbahn. Ah, verzogen. Wäre eh vorbeigegangen, aber Keeper ist noch da. Jetzt müssen wir mal die Überzahlsituation hier ausnutzen. Gelingt uns bisher noch nicht. Gelingt uns bisher noch nicht. Gehen wir mal ein bisschen variables Spiel. Bisschen mehr sollten wir den Ball eigentlich halten können gegen die. So natürlich nicht. Diese Wetter. Ja. So, Freunde. Kommt, auf geht's. Wollte nicht Teamansprache leidenschaftlich nach vorne drücken. Komm, Leute. Da müsst ihr gewinnen. Oh nein, gegnerischer Freistoß immer saugefährlich, Kieswetter. Riese kommt eher dran, Gott sei Dank. So, Tiffert jetzt. Rums nach vorne, genau so. Lennarty verliert den Zweikampf. Alter, ist das ein Riese, Junge. Komm gegen Tabellen 20. Leute. Wann wollt ihr sonst gewinnen? Schön. Schön. Wo ist der Ball? Dritter Schuss erst von Stuttgart, aber gefährlich. Insgesamt laufen die mir zu doll an. Da muss eigentlich mehr kommen. Da ist er drin. Nee, der Müller, der hält. Wow. So, jetzt mal. Konter. Wie. Oh, was war das denn? Behrens überhaupt nicht drin. Mensch, Leute, da passiert zu wenig. So, jetzt mal Behrens auf Lennarty. Da wird es immer gefährlich. Tiffert, jetzt rennen sie mal an. Piasek. Auf Riley. Riley Fitzner. Ah, alles zugestellt. Tiffert. Ja, Fitzner, der kann schießen. Ne. Das war schlecht, Leute, ey. Da muss schon. Hey. Könnte auch gelb geben, mal. Lukas mal rein. Vielleicht kann der nochmal einen kleinen Unterschied machen. Fitzner, jawoll. Lennarty. Was macht er denn? Leute, mal geduldig.
Da ist er jetzt frei. Gut. Schießt! Oh ja, Behrens! Eieieiei. Komm, Leute! Gibt da so nur. Da muss ein Sieg her. Und nochmal Hilsner mit der Gelegenheit. Piasek. Fitzner. Susak. Den Ball ab. Los. Ist nicht der, der das Spiel da dirigieren sollte. Piasek, schöne Ballannahme, aber doch erobert. Ah, wir laufen an. Alles nach vorne. Ja, da musste. So ein Spiel musst du gewinnen. Aber das sind sie immer, die Spiele. Die vermeintlich einfachen. Das sind die. So. Da ist es! Jawohl. Können wir wieder auf Kontern. Lennarty. Trifft schon wieder. Das war mal gut. Piosek da. Im 1 zu 1. Scharfes Ding rein. Und dann steht er, wo ein Stürmer stehen muss. Schönes Ding. Nochmal ein Standard. Ilsner, Riese. Oh, Riese. Du bist zwar Abwehrspieler, aber kann man aufs Tor bringen. Mensch. Ah, das müsste es gewesen sein. Ah. Noch eine Sekunde quasi. Lässt er den Angriff noch spielen? Ja, er lässt ihn noch spielen. Oh, Kiesewetter. Piasek, jawohl. Mit der Balleroberung, das war wichtig. Das war dann der Abpfiff. Ein sehr schöner Sieg, Freunde. Und der Fitzner, der macht das auch gut. Na, der hat sich wohl gedacht, Mensch, da bin ich auf der Bank. Weil, na, wie heißt der? Der Hack spielt. Muss was kommen. Und da kommt was. Sehr schön. Lennarty wieder mit dem Tor. Ah, guck mal, da sind wir Platz 3. Schön. Pitzner, sehr gut gemacht. Freue mich. Fegt Stuttgart 2 souverän vom Platz. Naja. Naja. Botschafterrolle. So, Leistung im letzten Spiel. Defensivarbeit war erstklassig. So, Freunde Sonne. Und was sagt denn die Statistik mittlerweile? Oder wenn wir mal Form von Lennarty. Ein Spiel dann nicht getroffen gegen Düsseldorf, aber trotzdem geiles Spiel gewesen. Und dann wieder ein Tor gemacht. Vier Tore jetzt. Nee, stimmt gar nicht. Drei Tore. Drei Tore in drei Spielen, drei Vorlagen. Also sechs Scorerpunkte in drei Spielen in der Liga. Ah, das ist gut. Das ist gut. Hier sehen wir auch mal Luca Walsch mit 8,17 Bewertung. Echt gut. Schade, dass er verletzt ist. 6 Wochen, ne? Natürlich happig. Na gut. Das letzte war ein bisschen länger. Dafür machen wir diesmal ein bisschen kürzer. Und als nächstes gegen den VfL Osnabrück. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen und wir sehen uns bei der nächsten Runde. Bis dann!